echt ein Paradies für Kinder. Wir sind im Kinderladen, Leute, und es gibt hier einfach so Waffeln, da tut man Eis drauf, du kannst auch mit Zuckerwatte nehmen. Richtig geil. Tutti, mit was nehmen wir? Tutti Stimme ist übrigens so cranky cranky, weil sie ist immer noch krank. Ich will das mit Zuckerwatte. Ja. Mama, was willst du haben? Das ist aber nicht zu viel. Ey, das ist nicht so süß, ne? Meine Mama sagt, sie kriegt Diabetes. Guck mal, bitte. Sie riecht kein Kinderladen. Du musst vloggen für diesen Vlog, ne? Ich hab keine Stimme. Ja, du bewegst deinen Mund, ich rede. Wow, Leute, ich bin so ein Idiot. Guck mal, ich mach das einfach mit. I can take it round me back. Oh mein Gott. I can take off people's noses. It's as simple as that. Ich will das haben. Du auch? Two. Two times, with one flavor. Yeah. Natürlich aus medizinischen Gründen. Weil ich brauch's kalt zu machen. Ja, safe. Ey, so gut gelaunt, direkt kennt ihr, wenn man Essen hat. Oh mein Gott! Sag mal. Ich esse jetzt mal die Waffe. Boah, die Waffe sieht so sexy aus. Die ist auch so warm. Von Raffaello genommen. Raffaello? Digga, das sieht so lecker aus bei dir. Guys! Guys, I'm happy! Can you do it again? Hallo. Ey, geil. Cool. Frag doch, can I try it? You have a great job, a cool job. It's a cool job. And you get paid and for that. Exactly. Earn me another £5. Vater, und zockst du das zu Hause? Ja, ich hab so ein Need for Speed Teil. Aber nicht den. Der hat so einen Teil, aber das ist halt mit Lenkrad und Gaspedal und sowas. Das ist halt geil. Das ist halt anders krass. Oh, ciao, Vater. Ciao. Oh. Die ganzen Leute lachen mich gerade hinten aus, Vater, weil du so scheiße bist. Warte. Uhr. Tutti hat in 3 Minuten Geburtstag. Ich zeige euch schon, was die Kleines vorbereitet haben. Also wir haben hier ein paar Blumen in so blau und weiß, so schöne. Vater hat Ballons aufgeblasen. Dann haben wir hier ein alkoholfreies Getränk. Einmal. So eine Karte, ich zeige die euch mal gleich. Und so ein Stück Kuchen, damit fangen wir das Ganze an. Okay, wir haben 0 Uhr. Vater filmt mit dem Handy, ich mit der Kamera. Alles ist ready. Let's go, Mom, ruf sie. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Tutti. Oh mein Gott. Happy Birthday to you. Oh, Leute. Geil, geht raus. Ein saftiger Cake. Du musst jetzt ausbusten. Wir haben schon 0 Uhr. Ja, ja. Wie lange war ich? Oh, wir haben genau 0 Uhr. 0. Ja, pünktlich, Digga. Überpünktlich. Wie lange war ich auf Toilette, dass sie das vorbereitet haben? Einfach, wir haben das gerade eben gegessen. Tutti sagt so, Leute, ich muss dick scheißen. Ich meine Mom so. Wir haben so alles sauber gemacht, gell? Danke. Du musst dir erstmal auspusten, Tutti, und wünsch dir was. Komm. Okay, danke. Aber dann könnt ihr den Kuchen nicht mehr essen. Mach einfach, egal. Ich kann nicht mal pusten. 3, 2, 1. Danke. Alles Gute für dich. Ging ihr noch schon zu Harry Potter beim Geburtstag? Warum meinst du jetzt? Guck mal, Mommy. Hi. Als wir bei Harry Potter waren, das letzte Mal, hat er gefragt, hat jemand heute Geburtstag? Und danach dachte ich mir so, schade, keiner hat Geburtstag. Oh, wenn er morgen fragt, werde ich der Motherfucker sein, der sagt, Bro. Vater hat sich auch gesagt, nimm mal andere Perspektive auf. Nee,
ich freue mich schon so morgen auf den Tag. Der Tag wird auch. Und jetzt habe ich noch einen ganzen Kuchen, den ich alleine essen kann, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich kann nichts dafür. Okay, jetzt schau dir mal die anderen Sachen an, komm. Und danke Leute an euch, ihr habt mir so viel geschrieben. Ey, warte, das reicht, Bruder. Das war der Film immer noch. Das ist nur so viel Story. In Deutschland ist es ja eine Stunde... Früher, also wir haben jetzt schon eine morgens. Genau, und um 11 Uhr hier, unsere Ortszeit, habe ich so viele Nachrichten bekommen, ich so, oh mein Gott, ich habe einfach schon Geburtstag und ich habe gleich nochmal Geburtstag. Na, also erstmal. Das ist alkoholfrei. Just by the way. Oh, wie cool, wir haben diese Wächter, wir können hier anstoßen. Und so. Wir stoßen gleich an, aber warte, ich habe hier noch eine Karte und noch Blumen. Du kannst das Fenster aufmachen, so mit Kork, so Papp. Ja, wenn du willst. Genau, und die Leute so. Ich meine, ich kann das. Erstmal guckt sie ihre Geschenke an. Also, Tutti, das ist auch sehr witzig. Dass, wir haben ja keine Vase, wir sind ja in einem Hotel, okay? Also habe ich und Mommy eine Plastikflasche. Also, Mommy hat es zerrissen. Oh, guck mal, ich habe mit diesem Ding hier drum gemacht. Das fällt gar nicht auf. Das fällt gar nicht auf. Ey, Mom, ich muss gerade wirklich weinen. Warum? Oh. Weil ihr habt euch das mit mir gegeben. Oh. Oh. Tutti. Es ist wirklich eine Flasche. Es ist das ist sehr kreativ. Und lies mal die Karte. Guck mal, wie süß die ist. Guck mal, was da steht. Englisch, okay. Oh mein Gott, Sister. Sie meint wohl dann nur nicht. We've been through so much together. And most of it was your fault. Vater hat gesagt, nimm, das ist so witzig. Da gab es noch so süße wie Sister love you und so. Ich so, oh mein Gott. Das ist immer nett. Das ist echt geil. Und lies mal vor, was drin steht. Okay, jetzt geht's ab. Bro. Oh nein, das ist wieder Horners Klangsprache. Bro, könnte jetzt etwas Süßes schreiben? Ich wusste es. Aber du weißt, dass wir nur das Beste wünschen. Much love from us. Oh mein Gott, danke. Das ist das Schönste. Das ist wirklich der schönste Geburtstag nach meinem 18. natürlich. Es ist jetzt nur so ein kleiner Beginn. Das ist auch nicht dein Geburtstag. Das ist jetzt nur so ein kleines Reinfallen. Wir haben 0 Uhr, bisschen Kerze genau. Auspusten und die so. Breitling wird erst morgen geholt. Morgen Breitling, da kommt Kutsche. Vor allem, guck mal, wir waren heute in Michael Kors in der Oxford Street. Leute. Oxford Street. Und meine Mutter so, du wolltest ja unbedingt von Michael Kors eine Tasche. Such dir jetzt hier eine aus. Also habe ich mir 3 geholt. Nee, ich habe mir dann keine geholt, weil ich dachte mir so, Alter, die sind hier so teuer. Ich finde irgendwie in Deutschland ne, einen schmackigen Preis. Ne? Ja. Und aber so sollst du eigentlich gar nicht denken. Du hättest die schon gönnen können, aber wir gucken mal. Nee, also ich habe schon meine materiellen Wünsche. Ihr habt ja die Liste. Ich warte bis dann in Deutschland. Ja. Aber nee, ich will nur damit sagen, dass Leute, ich bin so dankbar. Ich bin auch so dankbar, dass wir an meinem Geburtstag in London sein können. Das ist echt geil. Wirklich? Das war einfach mein Traum. Wir haben so viel Spaß hier. Wir essen schön, wir spazieren schön, wir fahren. Wir haben so viel Spaß und lachen. Und dann habe ich auch Geburtstag. Das ist das Krasseste eigentlich. Und Silvester, mein Lieblingstag. Deswegen kann ich mich jetzt nicht so stark freuen, weil die Freude muss ich für Silvester behalten. Danke. Ihr hättet ein paar Scheine reinlegen können. Das Ding ist... Ich wach so auf und ich hab dann so, ich wollte so fangen, aber es ist halt nichts rausgefallen. Ich wollte ein bisschen Geld reintun, ich so, nein, das passt glaube ich auch so. Es wäre voll witzig gewesen, hättest du so Pounds reingemacht. Ja, eigentlich schon, stimmt. Ich hab sogar Luftballons aufgeblasen. Ja, Vater hat die gerade eben auch gut, also, ich kann nicht mehr, ist so perfekt, jeder stirbt in diesem Geburtstag einfach. Ey, was, ey, Vater und Vater, guck ihn mal an. Alter, hier, guck mal, was der gerade macht. Er will das wirklich so nach draußen öffnen. Ja. Guck mal, was er macht. Ey. Jeder hat seine eigenen Probleme in dieser Familie, sag ich euch, wie es ist. Was wollt ihr denn jetzt essen? Du isst deinen Kuchen, das ist dein Kuchen. Die muss geil sein. Das ist wirklich gut. Ich hab das einmal zugemacht, ich schmeiß dich mal auf. Eigentlich wollte ich in eine Bar gehen und dann quasi so anstoßen. Ja. Aber wir morgen früh sehr früh aufstehen müssen, ja, aufstehen, ja. Weil wir sind schon um 10 Uhr bei Harry Potter, ja. Müssen wir wirklich ausschlafen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben ein bisschen Essen geholt. Vorne ist Harry Potter Most City, da vorne. Ich wollte gerade Vaters Reaktion aufnehmen, aber Jungs reagieren irgendwie so komisch. Wir so, oh mein Gott, Harry Potter, also Harry Potter. Horner! Das ist neu. Die haben hier überall so Zauberstäbe. Ja, guck mal. Da ist ein Zauberstab. Da, da. Das ist Hermine, ja. Hermine. Hey. Harry, Dumbledore. Ist das die Steinerhorner? Nein, das ist Harry Potter. Ach so, oh. Scheiße. Das ist der Elderstab. Ey, ist meine auch? Leute, da drüben ist Harry Potter. Freut ihr euch? Ja, Mann. Is anyone here celebrating a birthday? Ja, me. Yes, I heard a yes and a yes. Ich hab Geburtstag. Gentle push. Gentle push. Oh. Du
dachte, ich hätte eine Tür auf deinen Geburtstag. Ich dachte, ich krieg einen Gutschein für den Shop. Nur hierfür hat es sich gelohnt, nochmal zu kommen. Ich höre, das Ding ist, jetzt ist nicht nur Nebel, jetzt auch Schnee überall. Ja. Ey, dieser Schnee sieht so echt aus, gell? Ja. Wir sind gerade im verbundenen Wald. Ja, ich freue mich voll auf Seidenschnabel. Ich mag groß. Patan, du musst Seidenschnabel erstmal begrüßen. Ja, du musst erstmal so. Du musst dich verbeugen. Danach. Und danach streicheln. Und danach. Der Weiß. Danach Und wie war es für dich? Sehr fresh. Ich habe ihm einfach so eine Schelle gegeben, weil er zu lange gebraucht hat. Wir müssen alle kurz unsere Umteilung zeigen. Wir tragen nämlich die 4 Häuser, 4 Personen. Jeder kann ein Haus tragen. Ich bin Tutti. Ich gehöre zu Team Gryffindor. Und ich bin nicht böse. Ich bin voll nett. Tutti, du musst auch zeigen, dass du heute Geburtstag hast. Ah, und ich habe Geburtstag und ich habe dafür nichts bekommen. Schade. Sehr geil. Hab mich gefreut. Also ich bin Ravenclaw, Beste natürlich. Vater. Ravenclaw und in meine Blau. Kappe ist viel zu riesig. Diese Kappe ist so riesig. Perfekt. Ja, wunderschön. Ja, ich bin die Mama und ich bin Hufflepuff. Hufflepuff. Das Beste kommt zum Schluss. Ich bin Slytherin. Ich bin grün. Slytherin und ich bin Hona. Und ich sehe besser mit der Kappe aus als Vater. Ey, wir werden jetzt einfach in so Kabinen gesteckt. Guck mal, das sieht genauso wie bei Harry Potter mit so Greenscreen. Und dieser Greenscreen, da wird halt so reinbearbeitet. Zum Beispiel ein Dementor oder so. Ja. Und wir sitzen jetzt hier im Zug, dann müssen wir so machen. Ah, Dementor! Oh, das sieht so geil aussehen. Da sind Kameras. Das ist geil. Und wir dürfen, Alter. Wir dürfen uns aussuchen, was wir nehmen. Wir nehmen einmal so einen Dementor, dann erschrecken wir uns. Ja, genau, Dementor. Sollen wir die Kappen so anziehen? Wollen wir mit Kappe oder ohne Kappe? Ohne Kappe. Aber Mom, ist erschrecken. Ich habe gerade die Haare frisch gemacht. Das sieht jetzt alles aufgenommen. Wow. Oh mein Gott! What the funny! Yes! Yes. Yeah. Hey, das ist Harry! 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 Wow! Oh! Wir haben jetzt noch mal eine Chance, weil die Kamera nicht funktioniert. Zum Glück, wir sahen alle bestimmt nicht so gut aus. Wir haben alle nicht erwartet, dass es kommt. Wir müssen jetzt nochmal machen. Da sind übrigens die Kameras. Wir müssen da einmal um, da und da reinschauen. Okay, Leute, richtet euch schnell. Ey, richtet euch. Leute, wenn der Dementor kommt, dann machen wir so. So. Aber ich glaube nur die Fotos nochmal. Das Video auch. Das Video war perfekt. Das Video auch. War echt perfekt, authentisch. Only the pictures or also only the pictures? Oh, okay. Yeah, okay. Nice. Okay, look at this camera. Big smile. Yay! Yay. Okay, das ist schon mal süß. Das gefällt uns, oder? Das ist schon mal gut, okay. Ja. Oh, sehr gut. Sieht jeder gut aus? Habt ihr alle gesehen? Ja. Die okay. Beine sind top, ne? Next one. Ah, guck mal, man kann auch Hintergrund wechseln. Also oder das mit dem, oder das. Das ist cool. Das ist echt cool. Oh, wow. Very nice. Wow. Very nice. Have a nice day, guys. Thank you. Wie schön die sind. Das war geil. Das war echt cool. Mom. Vater ist schon vorne. Komm, wir gehen jetzt alle was Hunger, essen. Deswegen, der läuft schon vor, der hat richtig Hunger die ganze Zeit schon. Komm, wir gehen alle was essen, Leute. Ey, Tutti, guck mal draußen, was anders ist als beim letzten Mal. Siehst du es nicht? Es schneit, Tutti. Es schneit ein bisschen, aber das ist sau wenig. Das ist davon, nein, das kommt von da. Guck, da sieht man es jetzt. Ey, jetzt kann man die Bilder nochmal richtig sehen, weil drin war so eine Belichtung. Nicht so gut gesehen. Oha, warum ist hier so ein Drache? Oh, wow. Ey, ich liebe diese Bilder. Ich wollte die schon letztes Mal machen, wo wir hier waren, aber dann dachte ich mir, wir machen das natürlich mit der Familie. Ja, natürlich sind einfach, zu zweit hätte ich gebockt. Zu viert, das macht es mehr schon. Und dann haben wir noch ein normales. Guck, so mit dem Auto. Das werden wir für immer behalten. Das ist so cool. Ich liebe solche Fotos. Die sind echt geil. Dad. Mach den Roboter! Schon, die sind tot. Wow! Die sehen so schön aus, Tutti. Das ist echt ein guter Abschluss, Leute. Ja, das ist unser Abschluss. Wir haben den Kuchen schon angeknabbert, Rainbow-Kuchen und Zitronenkuchen, beides 1A. Und warum wir eigentlich hier nochmal filmen, ist, Vater hat sich einen Zauberstab gegönnt und wir haben den vergessen zu zeigen. Ja. Das darf nicht wahr sein. Wir haben einige Sachen noch von Harry Potter gekauft. Zum Beispiel, ich will euch mal das andere zeigen. Zum Beispiel das hier. Das ist einfach für den Kühlschrank. Und wir wollten das eigentlich schon, als ich das erste Mal hier war, für meine Mom, weil die liebt, unseren Kühlschrank damit so voll zu schmücken. Aber ich wollte, dass sie es jetzt selbst aussucht. Und das hier ist so schön. Das ist einfach hedwig, die Eule von Harry Potter. Wir haben noch Frappuccinos geholt und jetzt kommt das Highlight. Vater, von wem hast du deinen Zauberstab? Von wem hast du deinen Zauberstab geholt? Also, der Name Elvis.
Dumbledore. Weißt du seinen ganzen Namen? Oder keiner weiß seinen ganzen Namen? Der ist 3 Kilometer lang. Dafür brauchst du Autobahn. Wow. Das war so witzig, weil in der Kasse haben die kontrolliert, ob es wirklich der Zauberstab ist. Und es war der Falsche einfach drin. Ja, da war einfach der Falsche drin. Es war der Elga-Stab drin. Vater hat gar nicht kontrolliert. Oh, wow. Der passt sehr gut zu dir. Und, wie fühlt sich's an? Er hat hier innen so Metallschrift. Wow. Er hat hier so einen Gummigriff, der so wie so ein bisschen wie Birke aussieht. Ja, ja, ja. Das hat so ein Muster auf jeden Fall. Und da sind auch so Zeichen reingeritzt. Stupor. Das war unsere Harry Potter Tour, Leute. Wir haben es echt genossen. Mal ganz ohne Kamera. Und jetzt gönnen wir uns noch ein bisschen was und dann geht's auch nach Hause. Tut dir dein Geburtstag bis jetzt von 1 bis 10? 9,9. Es wird doch eine Sache. Eine Sache. Wir sind jetzt schick essen für meinen Geburtstag. Damit schließen wir eigentlich erst diesen Abend ab. Ja. Meine Stimme schließt dann auch ab. Aus geilste Zeit. Wir haben die beste View meines Lebens. Tower Bridge. Du bist die beste View meines Lebens. Deswegen, die guckt erstmal auf mich, dann auf die Brücke. So, da ist die Tower Bridge und wir haben genau hier das Restaurant. Wie geil bist du mit Lampe das? So, da ist die Tower Bridge? Ja, weil es ist hier ein bisschen dunkel, Leute. Tower Bridge, so sieht man. Und wir haben jetzt schon was bestellt. Was hast du bestellt? Ich glaube, wir werden alle Pizza essen. Weil ich will eine Pizza, sie will eine Pizza, du? Ja, ich auch, aber Vater nimmt keine Pizza. Er will irgendwas Pasta. Ja. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Tutti. Happy birthday to you. Und wie schmeckt's? Voll süß, gell?